Willkommen zum Hotstock Report der ersten Ausgabe im Jahr 2023. Und natürlich willkommen Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Marco. Gut reingerutscht. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Reingerutscht oder reingesprungen ins kalte Wasser. Wir sehen gleich hier eine Dame, die Eisbadet. Und ich habe gehört, du hast auch sowas schon gemacht und wirst es auch weiterhin durchziehen. Ja, mal gucken. Ich habe zu Weihnachten von Wim Hof, einige kennen ihn, den Weltrekordler im Eisschwimmen, ein Buch bekommen. Und eigentlich interessant, was er sagt, es sei so gesund und natürlich, nicht nur in der Komfortzone sich zu bewegen, auch den Körper, sondern auch mal einen Stress für den Körper zuzulassen und reinzuspringen. Und das verbessert eben die Performance, die Leistung eines Körpers. Und ich habe es tatsächlich mal ausprobiert mit Freunden nach zum Neujahrsschwimmen und bin ein bisschen dran geblieben. Und es ist auch ein bisschen, deswegen habe ich es auch mitgebracht, das Motto der Märkte derzeit. Wir haben ja viele kalte Duschen sozusagen und Stress in den Märkten. Und es ist aber gar nicht so verkehrt. Es ist grundsätzlich ja oft auch heilend. Es ist am Anfang hart und unangenehm. Beispiel Kostenkürzungen oder Beispiel auch fallende Kurse. Aber meine Meinung ist schon für dieses Jahr, man muss tatsächlich mal aus der Wohlfühlzone kommen, vielleicht auch mal zulassen, zum Beispiel Short zu gehen, ist ja für viele auch ein ganz neues Erlebnis, macht nicht so viel Spaß, wie sich warme Gedanken machen, von Zukunft träumen, das ist natürlicher oder das ist angenehmer, aber du hast mal aus der Komfortzone ins kalte Nass springen, auch für die Märkte ist vielleicht ganz heilsam, grundsätzlich für die Wirtschaft, die wird sich natürlich erholen von diesen Schocks, die gerade durch die Wirtschaft gehen, aber auch die Aktienmärkte sind natürlich nicht mehr so warm und normal und alles ist gut und viele Freude, Eierkuchen. Zeit ist einfach mal vorbei derzeit. Dann machen wir das an ein paar Beispielen fest, das Verlassen der Komfortzone. Wir haben, jetzt starten wir mit Nordex in die Sendung, die haben ja einen Großauftrag zu Wochenbeginn vermelden können. Das ist schon mal sehr positiv und auch der Chart hat sich wieder in die richtige Richtung zumindest entwickelt. Nordex hatte seine Rosskur ein bisschen schon hinter sich, hat schon viele harte Maßnahmen setzen müssen, Kostensparungen, teils Werke schließen. Aber man sieht es hier im Chart, ist übrigens ein TFA-Signal gewesen und wir haben es im Depot 2030. Nun, ich hatte gesprochen, bevor es in den Maiurlaub ging, für uns alle nochmal auf dem Sprung dahin, den Nordex-Sprecher letztes Jahr sozusagen, der sagt, auch dieses Jahr wird durchaus noch ein Übergangsjahr. Nordex macht noch keine Gewinne und die Altverträge sind diese Inflationseffekte, Kostensteigerungen noch nicht so drin, aber man hat jetzt eben auch neue Aufträge bekommen. Hier jetzt 10 Anlagen für Deutschland, für 38.000 Haushalte und da ist so, damit man auch entsprechend ausgerüstet ist für die Bedürfnisse, hier insbesondere in Deutschland, sind so Fledermaus-Schutzanlagen drin gegen den Disco-Effekt, was bei schnell drehenden Rotoren einsetzen kann. Und man hat auch für nachts dann eine Schallreduzierung integriert. Also man hat hier gute Technologie. Man sagt mir auch, technologisch fühlt man sich sehr wohl. Ist noch ein Übergangsjahr, aber charttechnisch läuft schon mal voraus. Also hier schon mal auch eine gute News und ein guter Start ins neue Jahr. Ja, gute News, wenn wir uns jetzt die nächsten zwei Werte anschauen. Wir vergleichen Nel und Plug Power. Nel hat sich ja auch ganz gut entwickelt in den ersten Tagen des Jahres. Unser Bundeswirtschaftsminister Habeck war in Norwegen und hat eine Fertigungsstelle von Nel auch besucht. Genau, und Nel steht ja auch vor Lieferung von Elektrolyseuren auch nach Deutschland. Jüngst gab es eine schöne Meldung dazu. Und tatsächlich, charttechnisch kommt da jetzt Volumen rein. Wir sind ja lange seitwärts gegangen und sind sehr teuer. KGV 2026 bei 107 bei Nel, also immer noch teuer. Aber klar, Wasserstoff, ganz großes Thema und forciert auch politisch. Also durchaus wieder interessanter. Wir haben sie ja lange auf der Empfehlungsliste eher immer empfohlen, reduzieren. Aber hier gibt es zum Jahresstart, das ist oft ein gutes Omen fürs ganze Jahr, tatsächlich wieder positive Signale. Sieht ganz gut aus. Und Plug Power wiederum sieht noch nicht so gut aus. Auch hier oder insbesondere hier eben noch im Abwärtstrend, aber natürlich auch Watchlist behalten. Plug Power ist ja so breit und stark aufgestellt, auch mit Europa-Fantasie. Da kann durchaus das Jahr auch wieder erfreulicher verlaufen, würde aber Zukäufe klar abwarten, bis wir hier ähnliche Startsignale sehen, wie wir es gerade bei Nel sehen. Dann schauen wir auf Max Automation. Da hast du, sehen wir gleich einen Ausschnitt aus dem Hotstock Report, denn du hattest jüngst mit dem Chef des Konzerns gesprochen. Vor rund einem Monat. Max Automation hat ja mehrere Tochterfirmen und da sagt der CEO, wir bleiben auf dem Gas. Und vor allem er sagt auch, für mich auch ein bisschen überraschenderweise oder erfreulicherweise, wir wollen bei allen Tochterfirmen im nächsten Jahr wachsen. Weil klar, man hat ja auch durchaus Sorgen von der Rezession. Es ist ja kein leichtes Umfeld, aber zum Beispiel hat man den Maxima Vekoplan
Die machen zum Beispiel Holzverkleinerung, wenn dann wiederum draus gemacht wird. Auch bei mir in der Region hatte ich geschrieben, ist hier eine installiert worden, neu nochmal ein Upgrade, um eben auch Pellets zu produzieren, was ein großer Trend ist. Aber man ist auch noch ein Stück weit technologischer unterwegs mit einer anderen Firma, die eben so Spezialverklebungen machen, auch für, um Sensoren zu schützen, für Roboterautos oder auch für erneuerbare Energien, Windkraftanlagen. Durchaus interessant. KGV 17, okay. Für mich durchaus auch hier TFA-Chart eine Beimischung wert. Wir bleiben ein bisschen bei guten Nachrichten. Wir gehen nach Frankreich, schauen auf Gillemont. Und auch da gab es eben zum Start ins Jahr 2023 gleich mal ein, zwei gute Neuigkeiten. Absolut. Hier sind wir in der langen Konsolidierung nach dem großen Anstieg, den wir in den letzten Jahren gesehen hatten, und sind hier eigentlich schön aus dem Dreieck raus. Und Gillemont hatte ja zum Ende des Jahres schon gesagt, beziehungsweise schon November, Oktober, 2023 wird ein Jahr des Wachstums, weil viele neue Gaming-Spiele kommen. Und sieht man ein Beispiel von der Trustmaster-Marke, wie cool es ist, mittlerweile nicht nur Lenkräder magnetbetrieben oder eben auch Pedale einsetzen zu können. Und wir haben ja hier eine Bewertung unter 10, KGV unter 10. Und wir hatten diese Margenbremse, dass viel aus Asien Gillemont einkauft und liefern lässt, die Produkte. Aber jetzt ja hier sich die Lage bessert und vor allem auch die Frachtraten sinken, die ein Problem an den Containerkosten. Wir haben sie in 2030 und jüngst sogar nachgekauft. Wir schauen auf ein Foto, einen Erlkönig vom VW ID7. Sind wir gleich eingeblendet und gleich schauen wir auch noch auf das Sony-Auto. Erstmal hier der VW. Ja, auch das ziemlich fresh, sag ich mal. Man kann seine Farbe verändern, hat viele Innovationen, auch von der Schwester Porsche beispielsweise verbaut, gerade auch im Interieur. Und bringt den jetzt dieses Jahr schon auf die Straße, sozusagen auch ein neuer Model 3-Rivale. Toll, es wurden wirklich Dutzende neue, schöne Autos vorgestellt. Richtig toll für Kunden, die ein Elektroauto kaufen wollen. Das Auto, und das ist ja nicht nur, ist ja nur ein Beispiel von VW alleine, will ja bis 2026 10 neue Elektroautos bringen. Nur VW. Mhm. Und das, die ganze Welt, wir kommen mal später dazu, bringt ja jetzt Elektroautos, toll für Kunden, aber es bricht jetzt der Preiskampf aus. Ganz klar, hier auch Sony bringt übrigens, hat den jetzt vorgestellt zur CES, gemeinsam mit Honda. Also quasi jeder baut jetzt Elektroautos und hier zum Beispiel mit 25 Sensoren. Sony ist ja gerade bei Kamerasensoren, baut die selbst sehr stark aktiv, auch im Bereich Ultrasonic und LiDAR, alles drin, was man braucht. Und Videokameras insbesondere, auch technologisch wirklich alle auf einem Niveau und auf Augenhöhe. Bevor wir da zu den üblichen Verdächtigen kommen im Bereich Elektromobilität, schauen wir mal auf Xiaomi und Alibaba. Denn auch Xiaomi, klar, es ist jetzt Zukunftsmusik noch, was Xiaomi und Elektromobilität angeht, aber auch die setzen ja zukünftig darauf. Genau, Xiaomi ist ja auf diesem Niveau durchaus wieder interessant, habt ihr ja schon darüber gesprochen, weil irgendwo Basisbewertung gerechtfertigt durch die Innovationen, durch Fitnessbänder und hauptsächlich Smartphones, wo es auch schwierig ist. Aber der Chef sagte ja, auch Xiaomi will mittelfristig bis zu 10 Millionen Elektroautos bauen. Und Xiaomi ist eine Firma der Massenfertigung, der Skalierung durchaus zuzutrauen. Da gibt es ganz frisch nochmal News, dass man parallel zwei gerade in den Markt bringt und entwickelt. Wohl 2023 auch vorgestellt, 2024 in die Massenproduktion. Insofern Xiaomi durchaus interessant. Wir wissen ja oder sehen gerade China-Öffnung endlich und davon profitiert auch Alibaba. Alibaba hat schon oftmals versucht, die Trendwende einzuleiten, aber ist wieder mal ein gutes Zeichen sozusagen. Also wer durchgehalten hat und sie noch hat, würde ich jetzt auch dabei bleiben. Für mich beides Charts, die auch durchaus freundlich ins neue Jahr starten, aber das China-Risiko haben, das vorhanden ist, insbesondere das Taiwan-Risiko, aber man ist entsprechend auch schon relativ günstig bewertet, insbesondere Alibaba. Freundlich ins neue Jahr starten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, wenn wir jetzt auf Tesla blicken. Beziehungsweise, naja, ihr setzt ja im Hotstock Report auf fallende Kurse, auf ein Short-Produkt. Genau. Dann ist es doch wieder freundlich, was die Aktie hier Anfang von uns Oktober gibt. Sind wir Short gegangen. Wir haben lange nichts gemacht, jahrelang mit einem Short. Wir haben einen Leser gesagt, ja, das erste Mal überhaupt hat er sozusagen den Sprung ins kalte Wasser gemacht und mal einen Short gekauft. Haben uns auch genau überlegt, wie du weißt, und sind da jetzt, wir haben später nochmal einen Chart rund 130% vorne. Klar kann jederzeit Buy on Bad News, wir haben jetzt wirklich schlechte Nachrichten gehabt.
mal einen Rebound starten. Aber eigentlich ist Tesla ja immer noch 6-mal so viel bewertet wie BMW. Und Tesla hat Probleme. Und Tesla hat jetzt erneut ganz frisch die Preise senken müssen. Da gibt es Bilder aus China. Erst haben sich die Bullen gefreut, meinten, ja, die Leute stürmen jetzt hin und kaufen Teslas. Nein, es waren aber hauptsächlich erboste Kunden, die gesagt haben, hey, wir haben aber im Dezember noch mehr bezahlt. Jetzt geht es schon wieder mit den Preisen nach unten. Professor Dudenhöfer hat uns gesagt, schon im Dezember auch im Aktionär Hotstock Report, dass er erwartet, auch hierzulande ist es ja schwierig für Tesla, einen 5%igen Absatzrückgang. Einzelne Analysten sehen einen Gewinnrückgang für nächstes Jahr. Also ich sehe hier mittelfristig noch Druck und Abwärtspotenzial, Rebound jederzeit möglich, aber Abwärtspotenzial sieht auch der nächste Mensch, den wir gleich hören und sehen werden. Hör mal rein. Gordon Johnson, der hat ja auch ein sehr krasses Kursziel für Tesla ausgerufen. Wir hören mal rein, genau. Genau. Despite all those facts, they're cutting prices. This is a disaster, but this is what happens when you overbuild capacity. Das ist ein Desaster, sagt Herr Johnson. Würdest du das unterstreichen? Ja, für ihn nicht. Also er wirkt auch wirklich sehr belebt und der ist natürlich auch gut gestartet. Er ist ja, also Respekt auch vor Gordon Johnson und Mark Spiegel, die in den letzten Jahren nicht den bequemen, warmen Weg gegangen sind und die Tesla-Aktie und Musk zu preisen, sondern die haben sich gegen den Strom gestellt und haben da wirklich auch Gegenwind erhalten und wurden auch beschimpft und scheinen aber Stand jetzt erstmal doch recht gehabt zu haben, die Leute eben zu warnen. Und Gordon Johnson hat uns, ich stehe jetzt bei einem Kontakt, im Dezember zum Beispiel gesagt, es war eine wichtige Information. Also er rechnet hoch, dass eigentlich die Nachfrage derzeit vor Preissenkungen nur so eine Viertelmillion ist für Tesla. Also aufs Jahr gerechnet wären es nur 1 Million. Die Kapazitäten werden aber gerade hochgezogen Richtung 2 Millionen. Da hat uns auch Professor Dudenhöfer darauf hingewiesen. Und er sagt es ja, Desaster, Überkapazitäten. Man sieht es ja, man senkt keine Preise, wenn man keine Überkapazitäten hat. Und er hat im Kursziel $25. Max Spiegel hat uns gesagt, auch schon vor einigen Wochen, aber rund, also unter $20 noch sieht er, wenn es wie BMW bewertet wäre. Insofern, klar, sehe ich auch noch Risiken. Er hat es ja erwähnt, natürlich ist es dann irgendwo auch wieder extrem. Und natürlich macht der Tesla auch tolle Autos und hat auch Autos in der Pipeline. Nicht so viel wie VW und aktuell nicht so ein frisches Produktportfolio wie Build Your Dreams. Aber Tesla macht ja auch einen guten Job. Die Frage ist halt, macht Tesla einen 6-mal so guten Job sozusagen als BMW als Beispiel? Insofern, klar ist der Bull Case intakt, sagt auch Gene Munster. Er sagt, in 20 Jahren wird die Penetration von 5% Elektroautos auf 100% gehen. Das ist ja die große Wachstumsstory. Aber genau deswegen drängen alle rein. Und das wären jetzt wahrscheinlich ein, zwei schwierige Jahre für Tesla. Hier sieht man mal Quelle Twitter, dass eben zum Beispiel in China Build Your Dreams, rein Elektroautos, doppelt so viele verkauft. Das ist einer der starken Konkurrenten mit dem Ziel beispielsweise oder eben auch günstigeren Elektroautos als Tesla, die Tesla das Leben schwer machen. Und deswegen setzt ihr ja, du hast es eben auch gesagt, auf einen Tesla Short seit Oktober. Genau, schon jetzt 130%, kann die schnell in beide Richtungen gehen. Wir haben eine Gewichtung, die jetzt nicht extrem hoch ist, weil bei Tesla ist alles möglich. Aber Stand jetzt fühlen wir uns damit sehr wohl und überlegen uns gerade auch schon einen ähnlichen Short einzugehen, der auch interessant wird. Auch im Bereich Elektromobilität? Ja. Okay, ne, da müssen wir gespannt sein, Hotstock Report lesen. Wir bleiben aber noch bei der Thematik, schauen auf eine Grafik von ARK oder zu ARK Invest. Cathie Wood kennen wir ja alle und ja, was können wir daraus ablesen? Genau, weil es jetzt so viel reindrängen. Ich meine, hier hat ARK ganz jüngst nochmal Mitarbeiter getwittert, dass sozusagen selbst im Bear Case, im negativen Case, wenn man Robotaxi-Umsätze weglässt, obwohl sie glauben würden, sie kämen, glauben die ja immer noch, dass 10 Millionen Autos im Jahr 2026 verkauft werden von Tesla. Das ist, finde ich, ein bisschen absurd. Das ist, kann man sich schön überlegen und ausmalen, aber es berücksichtigt in keiner Weise, dass 250 neue Elektroautomodelle, teils Professor Dudenhöfer hat mir gesagt,
In China gibt es einige Modelle, die sind einfach moderner, besser, frischer. Und hier bemängelte auch Gordon Johnson, dass es absurd sei, dass hier zum Beispiel berechnet wurde, in Anführungsstrichen, dass die Rohmarge sich verdoppelt, obwohl trotz Kostendruck und der durchschnittliche Verkaufspreis ja nach unten gehen soll. Das ist so die Hoffnung, dass hier ein Kleinwagen von Tesla kommt, hier mal von Carforce designed. Aber das käme halt auch nicht vor 2025. Cybertruck kann kommen Ende 2023, Anfang 2024, das Jahr. Aber wie gesagt, die Gegner schießen aus allen Rohren. Und Tesla wird es schwer haben, insbesondere diese hohen Ziele zu erreichen. Noch eine Grafik haben wir oder ein Tweet eher zu oder über Cathie Wood. Wann der Boden quasi erreicht ist, kann man daran ablesen, wie sie sich genau, hier mal schlägt. Ein guter Punkt hier auf Twitter gemacht. Und das ist auch meine Meinung. Klar kommt der Boden und klar drehen auch wir vielleicht die Meinung wieder und gehen vielleicht eines Tages wieder long. Aber ich glaube eben nach diesem Mega-Hype gibt es erstmal eine Mega-Enttäuschung und die ist halt noch gar nicht da. Cathie Wood kauft ja weiterhin lustig nach und hat auch immer noch Zuflüsse. Und er sagt eben, erst wenn das mal gestoppt wäre, wäre der Boden erreicht. Ich sehe es auch so im Stimmungsbild. Es ist ja nicht so, dass jetzt schon eine Erkenntnis einsetzt, eine Kapitulation einsetzt und Tesla-Bullen ruhiger werden oder nicht mehr vorhanden werden. Im Gegenteil, ich sehe noch sehr viel Hoffnung von Leuten, dass alles schön bleibt, dass schön Wetter bleibt und dass hier nicht die Eiszeit einsetzt. Und erst wenn das geschieht, glaube ich, wenn sozusagen die größten Bullen auch ein bisschen ruhiger geworden sind, dann ist Tesla am Boden angelangt. Wir kennen da auch den einen oder anderen Bullen. Ich werde bestimmt mit dem einen oder anderen auch die Woche noch mal Kontakt haben, mal schauen, welche Meinung sich da ergibt. Wir schauen auf BMW an der Stelle. Auch die natürlich eine der Konkurrenten, die du gerade angesprochen hast, die eben mit Modellen aus dem Boden kommen oder eben Tesla angreifen. Wie sind die momentan aufgestellt? Wir sehen auch gleich ein Video vom vom iVision D. So genau. Also der Chart sieht toll aus. Also ich habe ja gesagt, Autofirmen grundsätzlich würde ich derzeit mal meiden. War insofern ein bisschen zu radikal, weil einzelne steigen. Mhm. Ich meine, viele sagen ja, dass das Autojahr schwierig wird. Also Bain sagt, das wird eine Katastrophe und ein Armageddon. Also wirklich harte Worte werden hier gewählt, weil halt Konkurrenzdruck aufkommt, teils Förderungen gestrichen werden. Hier sieht man mal BMW, auch veränderte Farben als Konzept, aber bringen auch den iX2 schon ganz frisch in den Markt. Also BMW schießt auch aus allen Rohren. Und die Frage ist, wieso steigt sie jetzt? Gut, ein positiver Punkt ist, Chip-Engpass löst sich auf. Endlich kann man ausliefern, vielleicht kurzfristig haben wir tolle Zahlen bringen. Und BMW ist halt nicht bewertet, als würden sie ihren Absatz verfünffachen, sondern BMW ist bewertet wie eine Firma, die kurz vor der Abwicklung steht mit KGV 6 und glaube Dividendenrendite über 5%. Klar wird die Autobranche schwierig bleiben, aber es ist schon so viel Schwieriges eingepreist. Und ein Punkt für BMW. BMW hat immer gesagt, wir bleiben technologieoffen. Wir setzen nicht 100% auf Elektroauto, wie es VW gesagt hatte. Mhm. VW jetzt aber auch zurückrudert. Und man sieht ja jetzt, teils steigen die Strompreise enorm. Teils merken wir immer mehr, das Kohlestromhochfahren ist es schmutzig geworden oder schmutziger geworden, Elektroauto. Ich glaube, dass durchaus auch vielleicht noch ein paar Jährchen länger als gedacht klassische Autos mit Verbrenner sich gut verkaufen. Das spricht derzeit ein bisschen für BMW. Ich würde durchaus mal als Value-Investor ein paar reinlegen jetzt. Natürlich trotzdem einen Stopp ziehen. Man weiß nicht, wie groß kommt die Rezession noch zurück. Aber Stand jetzt springt auch die BMW-Aktie durchaus optimistisch ins neue Jahr. Dann machen wir thematisch einen kleinen Cut, was zumindest Autos angeht, aber gut gestartet bzw. eine gute Entwicklung des Charts sehen wir auch bei Rheinmetall. Und auch der Vorstand ist optimistisch, Wachstumsraten dürften sich in diesem Jahr weiter fortsetzen. Genau, KGV 15, okay, das war damals ein TFA-Signal, nicht im Depot, weil Rüstung, aber nicht nur Rüstung. Einerseits kam jüngst ein Auftrag für ein Sprengstoffwerk in Ungarn, um endlich sozusagen auch Munition mehr herzustellen für Panzermunition. Aber spannend ist, dass Rheinmetall auch wie 900-Volt-Technologie schon Schaltschützen liefert für eine Viertelmilliarde an einen deutschen Premium-Automobilhersteller, hat man jüngst gemeldet. Also auch im Automobilbereich geht es hier gut voran. Und das sind eben
Anlagen oder Systeme, um Elektroautos sicher ein- und auszuschalten beispielsweise. Und auch hier sehen wir übrigens, hier geht es ja nicht nur bei 400 Volt, wo viele noch hängen oder Tesla, sondern viele setzen ja auf 800, 900 Volt und dieser Trend ist unaufhaltsam. Und hier profitiert Rheinmetall, also durchaus, wer sie hat und wer mit der Rüstung kein Problem hat, durchhalten, vielleicht sogar neu aufbauen mit Stopp hier. Dann schauen wir noch auf Nvidia. Auch da gab es ja schon wieder mal Positives zu vermelden. Man arbeitet mit Foxconn zusammen beispielsweise. Ja gut, Nvidia einerseits spannend, genau du sagst. Also Nvidia ist schon stark, auch was das Roboterauto angeht. Auch Baidu zum Beispiel, haben wir mal ein Bild, hat ja auch nochmal frische News gebracht zu seinem Elektroauto oder Roboterauto. Auch Baidu setzt auf Nvidia beispielsweise. Build Your Dreams setzt verstärkt auf Nvidia. Nvidia haben wir auch mit Depot 36, sind wir knapp im Minus oder im Minus, weil der Tech-Rebound natürlich auch durch Tesla doch stark gebremst wurde. Also hier ist so ein bisschen die Aktie unter Beobachtung. Wie immer sagen wir auch konsequent und gehen die kalte Dusche dann ein, zu sagen, okay, wenn es nicht läuft, wechseln wir in schnellere, bessere Papiere. Noch haben wir ein bisschen Geduld, kann noch funktionieren, gerade da die Gesamtmärkte in einzelnen Bereichen derzeit auch durchaus freundlich starten. Stopp hier. Jetzt haben wir noch ein paar Werte, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, zumindest noch nicht eventuell. Vishay Precision. Ist es zu Unrecht, wenn man es bislang gar nicht verfolgt hat? Sollte man da ein Augenmerk drauf haben? Genau, wir haben jetzt mal ein, zwei dabei. Eben, das ist das Schöne am TFA-Signal. Unser TFA-Roboter arbeitet ja auch durch die Feiertage. Und da werden immer mal wieder Aktien ausgeworfen, die man noch nicht so kannte. Hier zum Beispiel Sensorspezialist, KGV 15, der Aktienrückkauf, weil er sich selbst offenbar doch für attraktiv hält, der zum Beispiel Sensoren macht fürs E-Bike, um zu erkennen, mit wie viel Gewicht wird gerade reingetreten, um wiederum dann die Batterie richtig einzusetzen, um Strom zu sparen. Durchaus interessant, TFA-Signal, ein Spezialwert, den man sich beimischen kann und vor allem tolle Charttechnik hat. Gab es denn auch bei Powell Industries ein TFA-Signal? Auch TFA-Signal, das waren beides aus der Ausgabe Ende letzten Jahres, vor 3-4 Wochen schon. TFA-Signal, man sieht es hier, wenn hier Umsatz reinkommt, also Satzesbewegung, schlägt unser Roboter an. Powell Industries macht Systeme für die Ölindustrie. Einerseits hat aber einen Großauftrag bekommen, auch für LNG. Und LNG ist ja ein Riesenthema weiterhin. Auch deswegen ist wieder Euphorie in der Aktie. Der Auftragsbestand ist um 43% gestiegen. Kein Schnäppchen, aber Rückenwind im Chart. Auch das ein Spezialwert, die man beimischen kann, wenn man sich entsprechend auch überlegt, wo man den Stoppkurs setzt. Wir haben ja eine spezielle Ausstiegsklausel fürs TFA-System, aber grundsätzlich immer so Stoppkurs rund 20% unterm Einstieg zu empfehlen, um auch dieses Jahr Spaß zu haben. Ja, der nächste Wert ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet, Vectron. Was waren da die Gründe? Warum ging es recht steil bergauf? Ja, Vectron zeigt auch so Turnaround-Tendenzen, klare. Und Vectron ist ja Kassenhersteller. Kassenhersteller haben ja schwere Zeiten, insbesondere Vectron als Lieferant für die Gastronomie, schwer gebeutelt durch Corona, jetzt durch Strompreissteigerungen, insbesondere in Deutschland, wo man einen Hauptmarkt hat, oder Bäckereien. Gibt es ja auch viele Berichte oder einige, dass Bäckereien schließen müssen wegen hohen Gas- und Strompreisen. Der CEO sagt aber, er glaubt, es ist gar nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Er sieht durchaus auch Chancen. Und Vectron, die Erwartungen waren auch hier zu hoch. Man hat hier zu hohe Erwartungen gehabt bei der Fiskalkassenumstellung. Die Aktie ist deutlich zurückgekommen. Auch hier musste man, und der CEO hat mir gesagt, im Teamscore, es hat keinen Spaß gemacht natürlich, jetzt Mitarbeiter abbauen, macht gerade Verluste. Aber man hat jetzt einen Zukauf gemacht in einer interessanten Firma und wächst eben. Das klassische Geschäft bricht ein, aber man wächst mit digitalen Umsätzen, beispielsweise spannende, verrät uns im neuen Jahr, und das ist ein Produkt für mich. Eine Schwäche von mir ist ein bisschen Ungeduld. Ich habe neulich mal 27 Minuten gewartet an der Kasse, um mich auszuchecken. Gut, das da ist war die lang. Entspannung dann weg. Aber auch hier im Biergarten, sagt Vectron, hat man 20% bei Tests mehr Verkäufe, wenn man nicht warten muss auf den Kellner. Und es gibt ja Fachkräftemangel, das war an dieser Kasse bei mir der Punkt. Man drückt auf den Knopf und solche Systeme kommen jetzt frisch in den Markt und man erwartet sich entsprechend einiges. Wir hören mal rein. Und wir sehen das ja heute schon bei den Dingen, die wir verkauft haben. Und wir glauben, dass wir mit den
doch schon ganz substanziellen Umsätzen und Umsatzsteigerungen, die wir selbst im schlechten letzten Jahr erreicht haben, bisher wirklich nur an der Oberfläche gekratzt haben der Möglichkeiten. Und wir denken, dass wir im Prinzip den Umsatz pro Kunde in der üblichen Nutzungsdauer einer Kasse vervielfachen können. Und wenn es das nur bei einem gewissen Teil unserer sehr großen Kundschaft gelingt, können wir daraus ein gigantisches Business bauen, was weit, weit größer ist als Vectron heute. Und das müssen wir jetzt halt in den nächsten Jahren strukturell Schritt für Schritt umsetzen. Und dafür ist Arcado aus unserer Sicht ein Beschleuniger und auch ein sehr wichtiger Baustein. Genau, fass doch mal kurz zusammen, was hat der Herr jetzt an Plänen? Genau, natürlich starke Aussagen. Man muss ehrlicherweise sagen, er ist Optimist. Der hat die letzten Jahre immer starke Aussagen gemacht. Aber ich fand es durchaus stimmig, das Interview. Wie gesagt, es gibt Probleme im klassischen Geschäft, aber das ist auch eingepreist, vieles. Es ist ein Hardstock, riskant, beim Einstieg limitieren, bei einem Small Cap. Aber es gibt jetzt viele solche Nebenwerte, sage ich mal, wo jetzt eine gewisse Erholung einsetzt und die sich, weil sie sich der Realität stellen und harte Schritte gesetzt haben, die jetzt durchaus wieder eine Chance haben, gut zurechtzukommen mit Innovationen nach und Technologie im neuen Umfeld. Über eine Asset-Klasse, die jetzt auch wieder zum Leben erweckt ist oder scheint, haben wir noch gar nicht gesprochen. Gold, Edelmetalle, Gold, Gold Fields hast du hier jetzt Wert, der auch, glaube ich, im Depot genau, 2030 ist. Rund 23% vorne und haben jetzt sogar nochmal nachgekauft, muss man sagen, weil wir hier, du hast jetzt nochmal Schwung aufnehmen. Goldpreis sieht gut aus. Wir hatten es schon in der Sendung, auch weltweite Notenbanken kaufen mehr Gold als lange, kaufen wir massiv zu. Und für mich bleibt trotz, wir haben jetzt auch viele positive Sachen erwähnt, die Wirtschaft wird in bestimmten Bereichen einbrechen. Wir haben das Inflationsproblem noch nicht gelöst, auch wenn es da mal kurzfristig Entspannung geben kann. Daher bleibt Gold durchaus interessant, also als Krisenabsicherung und oder Inflationsabsicherung. Wir sehen hier mal zum Beispiel von Professor Sinn, ja, der als einer der wenigen eben richtig lag mit seiner Einschätzung, dass das, was die Notenbanken machen, schief geht. Und es ging ja wieder aktuell schief, wie man an den Inflationsraten sieht. Und man sieht es hier, ist ja nochmal extremer im Euroraum, prozentual relativ gesehen, die Zentralbank Geldmenge. Und das ist noch nicht gelöst. Und er sagt sogar oder hat jüngst darauf verwiesen oder auf einen Vortrag, wo er sagt, in gewisser Weise hat die EZB sozusagen die Kontrolle verloren, die Inflation einzufangen. Harte Aussage, weil wir hoffen ja schon, dass es den Euro noch gibt in 10 Jahren. Aber vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, dass auch hier so das wohlige Gefühl, schön eingebettet im Euro zu sein, hier nie was passieren kann, dass man auch hier mal durchaus damit rechnet, dass die Dusche noch kälter werden kann und man mal neue Wege geht, vielleicht ein bisschen Gold beimischt und natürlich Aktien nicht aus dem Auge verliert. Am Ende ist auch Aktie oder insbesondere Aktie ein großer Inflationshatter schon immer gewesen. Also wir müssen die Komfortzone verlassen. Das ist nochmal das Fazit der Sendung. Wir sehen es auch gleich nochmal. Du machst es vor. Du könntest ja auch mal ein Video von dir, das bist jetzt nicht du, aber du könnte ich, aber ich habe es lieber gelassen. Naja, aber wenn du es jetzt in Zukunft auch mal machst, Der macht es ja immer zu neuer. Der ist ja leider mal unter dem Eis hängen geblieben. Oh, ja, das ist richtig. Aber das ist sozusagen die Legende, Apetua. Und ich sehe eher so elegant aus wie er, wie die Dame zu Beginn. Aber ich versuche es alkoholfrei, genau. Und das mal als Motto für das Jahr, dass es uns Glück bringen möge, dass wir hier erfrischt gestartet sind. Und nächstes Jahr Interview im Eisloch, oder? Oh, okay, ja. Und okay. Vorher sehen wir dann ein Video mit dir noch, wie du da auch Eisbaden gehst. Wir sehen nur die Köpfe raus von uns, das reicht. Gut, danke schön erstmal für heute, Florian. Danke auch euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.